So, viele haben nachgefragt nach einer Übung mit einer Sehtafel, wie man das am besten macht. Weil die meisten kennen tatsächlich auch schon so eine Sehtafel hier, entweder vom Optiker oder auch schon von unserem Augentraining. Diese Sehtafel ist mit tatsächlich die beste und einfachste Methode, um einfach auch seine Sehkraft zu verbessern, weil du hier quasi sofort sehen kannst, kannst du diese kleinen Zeilen von 3 Meter Entfernung erkennen oder eben noch nicht. Da gibt es kein vielleicht oder etwas, sondern da gibt es ein ganz eindeutiges Ergebnis und deswegen macht sich diese Sehtafel hier auch besonders gut. Im Übrigen, alle Sehtafeln, die ich dir auch heute zeige, wie gesagt, unterhalb des Videos, findest du wie gewohnt zum kostenlosen Download, kannst du dir sichern und kannst du gemeinsam mit mir die Übung machen oder einfach anschließend. Und natürlich gibt es diese Sehtafel auch nochmal in abgewandelter Form, sogenannte Landolt-Ringe. Die haben dann sozusagen eine Öffnung, ein ganz normaler Kreis, und die haben einfach eine Öffnung. Und du musst quasi beim Optiker dann sagen oder auch beim Augentraining, welche Richtung dieser Kreis sich geöffnet hat. Ja? Und so kannst du natürlich auch deine Sehkraft überprüfen. Und hier an der Seite, nur mal zu kurz Erklärung, haben wir hier gewisse Werte. Die Werte interessieren uns einfach am Anfang noch nicht so, am unteren Ende interessieren sie uns dann doch ein bisschen mehr. Denn hier unten bei der 20-20 Zeile wollen wir aus 3 Meter Entfernung dann rauskommen. Das bedeutet, dass wir dann klinisch gesehen 100% Sehkraft haben. Theoretisch kannst du natürlich auch deine Augen noch über diese 100% verbessern, auch aus 3, 4 Meter Entfernung vielleicht, um diese kleinen Buchstaben noch zu erblicken. Das ist dann ein sogenanntes Adlerauge. Ja. So, wie gesagt, es gibt bei 100% kein Ende. Du kannst, wie gesagt, auch deine Augen auf über 100% trainieren. Wir wollen jetzt aber anfangen für die Leute, die vielleicht noch nicht mal die 100% erreicht haben, um ihre Sehkraft einfach zu verbessern oder vielleicht auch wieder auf 100% zu bringen. Und dazu nutzt man einfach diese Sehtafel hier. Und da gibt es verschiedene Techniken und Übungen, die ich teilweise auch schon auf meinem YouTube-Kanal hier vorgestellt habe. Und heute möchte ich hier einfach nochmal eine weitere Übung vorstellen. Ich habe jetzt mal ganz kurz die Sehtafel zur Seite gelegt und meine Lochbrille rausgesucht. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich dir mal hier oben. Diese Lochbrille kann dir tatsächlich dabei helfen, deine Sehkraft noch schneller, noch fokussierter auch zu verbessern. Und ich zeige es dir jetzt einfach mal ohne Brille, was du konkret machst. Wir nehmen diese Sehtafel hier. Wir sind doch noch nicht so gut. Wir sind noch nicht bei der 20-20-Zeile und schaffen es vielleicht aus 2 Meter Entfernung gerade so hier oben bei der 20-70-Zeile die Buchstaben einigermaßen scharf zu erkennen. Dann nutzt du die Lochbrille und in den meisten Fällen ist es dann schon so, dass du diese Zeile schon besser siehst. Das ist einfach dadurch, dass weniger Lichtreize in unser Auge gelangen. Und dann kannst du theoretisch entweder diese Zeile oder auch schon die nächste, wenn sie nicht komplett unscharf ist. Und dann beginnst du mit deinen Augen zu schwingen. Also sprich, du wanderst über diese gesamte Zeile. Wanderst immer von links nach rechts. Das stärkst du deinem Augenmuskel und gleichzeitig auch deinen Fokussiermuskel, den Ziellarmuskel. Und dadurch wird der Buchstabe dann Stück für Stück scharf. Du kannst natürlich dann auch wieder kurz Pause machen, kurz deine Augen zu machen, vielleicht auch kurz entspannen. Nimmst vielleicht auch dann kurz deine Brille mal ab und versuchst dann ohne Brille diese Zeile scharf zu sehen. Und du wirst merken, dass du dich Stück für Stück in einer Trainingssitzung sehr, sehr gut und schnell verbessern kannst. Und da würde ich dir auch empfehlen, mach nicht so viel hintereinander weg, dass du wirklich versuchst, die komplette Zeile einmal durchzuarbeiten, sondern mach wirklich immer nur 2 bis 3 Zeilen, maximal so 2, 3 Minuten pro Zeile sozusagen. Also sprich insgesamt so circa 6 Minuten, wenn du für jede Zeile dir 2 Minuten Zeit nimmst, ja. Und dann kannst du wirklich dich Stück für Stück, ja, verbessern. Du kannst auch öfter mal am Tag Trainingssitzungen machen und so kannst du ganz einfach und schnell deine Sehschwäche verbessern. Und so kannst du diese Sehtafel oder auch eine andere, ich habe wie gesagt ganz, ganz viele im kostenlosen Angebot, kannst du dir einfach kostenlos sichern. Unterhalb verlinke ich sie dir gerne und dann kannst du mit dieser Übung oder auch mit anderen Übungen und der Sehtafel direkt durchstarten und deine Sehkraft verbessern. Wenn dir das Video gefallen hat, würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Viel Spaß beim Trainieren und bis dann.